Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Regrowth. Ja, ich habe es geschafft, ich habe ihn besiegt. Ich habe zuerst mit einem normalen Bogen Power 2 geschossen, habe aber gemerkt, dass das nicht hilft. Hab mir einen zweiten Crystal Bow mit Power 5 gemacht. Ja, jetzt, ja, habe ich halt ein paar Sachen weniger. Und ich musste ganz schnell handeln. Denn ich konnte leider nicht warten, bis irgendeiner draufkommt auf dem Server. Das heißt, ich habe ohne Rüstung gefightet. Aber ich hatte Glück. Ich hatte riesen Glück. Ich hoffe, dass ich es gleich finde. Erstens, dass ich meine Sachen wiedergefunden habe. Das war auch riesen Glück. War das das hier? Ne, da ist Wasser. Das war viel näher dran. Ich hoffe, dass es bei euch nicht so extrem ruckelt wie bei mir gerade. Ja, man sieht hier halt die Einschläge. Ja, immer wieder. So. Ja, das habe ich doch toll gemacht. Find's jetzt nicht, hä? Ich habe mir vorhin gedacht, wo ich dann angefangen habe, mein Zeug zu suchen. Was sucht denn hier die Schlucht? Bis mir dann aufgefallen ist. Ja, die hat er da reingefräst. Ah, naja, wenn man keine Minimap hat, kann man sowas halt nicht markieren. Das ist blöd. Ah, ich muss halt immer, ich muss jetzt auf jeden Fall immer dran denken, wenn ich sowas mache, dass ich hier zum Messen dabei habe. Könnte sogar das hier sein. Ja, schaut so danach aus. Ja, ist es auch. Unter anderem. Also er hat angefangen, komplette Land... Ja, das, der ist so gelaufen. So. Er hat angefangen, alles zu zerstören. Und hat sich aber für mich nicht interessiert. Und dann konnte ich ihn so sozusagen mit dem Bogen runterschießen, dass er dann auf Schlaglevel war. Und dann habe ich ja Gott sei Dank auch ein zweites gutes Schwert mit 14,5 Herzen. Es hat zwar 16, aber das ist auch so gut. Und dann habe ich ihn halt nochmal weggekriegt. Aber ganz schöne schwere Arbeit. Und vor allem, ich habe mir erst noch den Bogen bauen müssen. Das war viel schlimmer. Gut, jetzt probiere ich es nochmal, aber diesmal gehe ich ein bisschen weiter weg. Mit dem Raum. Und vor allem, ich baue zwei Räume. Ich baue einmal einen großen Raum drumherum. Dass, falls er doch ausbüchsen sollte, dass er trotzdem weiterhin gefangen ist. So, ich hätte mal gesagt, den werde ich jetzt hier hin reinfräsen. In den Boden. Dann hoffen wir mal, dass die Vorsichtsmaßnahmen dann reichen. Dass er sich jetzt dann nicht nach unten wegbackt. Das wäre natürlich dann nicht prickelnd. Und ja, das Lustige ist, ich habe schon gemerkt, mittlerweile, also wenn ihr auf dem Server spielt, stellt euren Server ein, dass der sich, wenn ihr schon etwas weiter fortgeschritten seid, alle zwei Tage sozusagen neu startet, um mal die Protokolle und den ganzen Scheiß zu löschen. Ich hoffe, ihr kriegt es nicht komplett mit, aber das ruckelt bei mir gerade teilweise sogar beim Steine abbauen. Das ist der Wahnsinn. Und es kommt halt wirklich daher, dass er halt mal sozusagen einen Refresh braucht, ist halt Java. Gut, also das heißt jetzt, wir bauen jetzt hier erstmal einen großen
an den großen drumherum. Das heißt jetzt 1, 2. Der kleine wird ja 3. So, das heißt, wir haben jetzt hier 3, 2. Dann haben wir hier 3, 4, 5, 6, 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf. Halt, nochmal. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hoffe ich, dass ich da alles erwische. So, mittlerweile habe ich meinen Zauberstab auch wieder aufgeladen komplett. Da muss ich auch mal schauen, dass ich dann langsam an diesen Table rankomme. Dass sozusagen der Zauberstab automatisch gefüllt wird. Denn ich möchte das dann sozusagen erledigen können, sobald ich den großen habe. Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt wieder hin. Als erstes mache ich aber das da. Sagt, man darf nicht vergessen. Worden. Zum Beispiel, warum, dass ich jetzt Quarzglas nehme und kein normales Glas, ist ganz einfach. Ich kann normales Glas nicht worden, aber Quarzglas kann ich worden. Also es das heißt schützen. Man muss da mal gucken. Er kann ziemlich viele Steine halt umwandeln in sichere Blöcke. Aber leider nicht alle. Das müsst ihr mitbedenken. So, das sind jetzt dann 1, 2, 3, 4, 5. Reicht. Das heißt, das da oben muss weg. Ja, ihr seht auch zum Beispiel, dass es geklappt hat mit dem Warden. Bei Textures, Connected Textures funktioniert nicht mehr. Aber ist mir egal, ich will hauptsächlich sehen, ob er noch da ist, wo er ist. Sozusagen, das soll dann die letzte Bastion sein, dass ich ihn einfach einsperren kann. Falls ich ihn dann zum Beispiel doch mit anderen am Schluss bekämpfen muss. Okay. Okay, das so, so weit passt das. Schaut nur lustig aus, wenn er den dann nicht richtig macht. Hier auch den. Und den. Und die da oben auch nicht. Ach Mann. Ich weiß, ich bin da pingelig. Aber ich, irgendwann weiß ich es nicht mehr. Und fang an, Blödsinn zu machen. So. Dann heißt es jetzt aus 2, 4, 6, 8, 10,
2, 4, 6, 8, 10, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, ich muss jetzt wieder hier nach oben. Noch. Moment, bevor ich das mache. Sollte ich schon mal das Zeug schützen. Dass ich auch dahin komme. Kann ich jetzt auch drauf laufen? Ah. Ich habe nur noch Glas, das heißt, ich muss noch mal rein. Ich brauche noch mal wegen mehr Material. Wie gesagt, das Schlimme ist, das ist ja wirklich nur Test. Aber wir testen heute mal zusammen. Wissen wir nämlich gleich beide, ob es funktioniert oder nicht. So. Mittlerweile habe ich das Problem, dass ich bei mir die Chunks nicht mehr richtig laden. Ich habe letztes Mal gedacht, dass das ME-System einfach leer ist. Ist es nicht. Sondern einfach nur die Chunks werden nicht geladen. Und dann geht das ME-System natürlich auch nicht an. Also das heißt, wenn ihr so blaue Sachen habt, ist es natürlich nicht gerade gut. So, jetzt kann ich mal schnell schauen, ob ich Video-Settings habe. So, und ich mache mal meine Render-Distanz voll. Ich hoffe, dass die FPS einigermaßen gut da bleibt. So, dann heißt es jetzt bitteschön, ich brauche. Nee. Den da. 100 Stück. Und ich brauche Quarzglas. 36 habe ich noch. Mach du da auch nochmal 100 Stück. Ich vermute nämlich, dass das dann auch sozusagen zusammenliegt damit, dass dann die Golems dadurch verschwinden. Ja, man sieht es ja, er macht immer wieder die Chunks weg. Er muss ihn neu laden. Und wenn er jedes Mal einen Chunk neu laden muss, dann heißt es aber auch für ihn, dass er sozusagen die anderen Chunks wieder zumacht. Hoffen wir mal, dass das jetzt was gebracht hat, das, was ich jetzt gemacht habe. Werden wir jetzt gleich merken. Und ihr seht gerade, der Raum ist jetzt etwas größer geworden. Und schon verschwinden oben die Aspekte wie von Geisterhand. Also das heißt, der Raum ist jetzt halb voll und mein Zauberstab ist fast leer. Das heißt, wir laden ihn mal schnell neu auf. Oh. Das ist der Nachteil, wenn man jetzt so einen Stab hat.
Man fängt auf einmal an, die ganzen Blöcke zu warten. Hoffen wir mal, dass mit denen zweien. Ah, da habe ich ja auch noch einen riesigen. Oh, und Wasser ist noch voll. Gut. Das heißt, mein Stab ist wieder voll. Wir können nochmal raus. Und ich kann jetzt gleich gucken, ob er auch die Chunks alle geladen hat. Muss ich dann auch mal aufpassen auf dem Server. Nicht, dass der Server auch nur kurze Chunks eingeladen hat. So, das heißt, wir brauchen jetzt dann Quarz. Und ich brauche das. Ein Abyssalblock. So, das Glas kommt weg. So, ich werde aber auch noch schnell den Stick verwenden und den Nether Star, was ich bekommen habe. Und jetzt habe ich einen Unbreakable Wand. Wer vor langer Zeit mal aufgepasst hat, wo ich angefangen habe umzubauen, habe ich es mir natürlich irgendwann gegönnt und habe mir mal einen genommen. Ging eigentlich nur darum, dass ich habe die Materialien sind ja hier unendlich. Aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, die ganze Zeit hin und her zu laufen und mir neue Wands zu machen. Also bin ich hingegangen und habe mir dann mal einen genommen. Hab den natürlich dann aber auch am Schluss wieder weggeschmissen. So. Und jetzt haben wir ihn offiziell. Und ihr seht, ich bin zu ehrlich, das sage ich auch noch. Hätte ich hier verschweigen können. Nein, tue ich nicht. Aber ich habe gesagt, ich habe für mich keinen. Ja, ich habe den Vorteil für mich gesehen, dass ich, wenn ich die Base umbaue und ich da einen Monat dran hock, dass es dann für mich sozusagen etwas zügiger geht und ich nicht warten muss, ja, bis ich. Oder ich irgendwann, ich habe irgendwann ein Viertel des Inventar voll diesen Wands gehabt, so schnell wie die weggegangen sind beim Mauern ziehen. Dann habe ich gesagt, nö, passt schon, ich nehme mir mal den. Meißen halt am Schluss wieder weg. Also das heißt, genau, da kann man mal sehen, der macht 4096 Blöcke. Und vor allem, wie gesagt, er zerbricht nicht mehr. Ich finde, dass dieser Wand komplett ausreicht. Da kann man komplette Lücken zu dicht machen. Zack. Ja, geht kein Unbreakable mehr. Fein. Feine Sache. So, das heißt jetzt als nächstes brauche wieder den hier. Oh, ja, das war ein Legend. Aber ihr habt es gesehen, er hat jetzt mal ganz schnell alles gemacht. Und ich habe immer noch keine Zeit gehabt, den Server zu starten. Der Nachteil, wenn man irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Aufnehmen. Und so viel noch nebenbei tut. So, das heißt, Quarzglas ist alle. So, und ich werde es aber auch so machen, dass ich das, weil die Tür habe ich noch nicht. Ich kann zwar mal in meinem Summoner Mechanic gucken, ob ich die Tür schon bauen kann.
Beziehungsweise jetzt gucke ich erstmal hier nach, ob ich irgendeine Quest erledigt habe. Nein, habe ich nicht. Und dann gucke ich mal bitte nach, wo ich die... die anderen Sachen habe. Aber die habe ich, wie es aussieht, noch nicht freigespielt. Okay, das ist die Warded Arcana. Das heißt, die werden wir auch noch demnächst machen. Dass wir dann auch sozusagen eine geschützte Tür haben. Das heißt, wir kommen dann sozusagen rein. Aber der Wither kommt nicht raus. Und ich muss dann keine Blöcke warden. Und entwarden, wenn ich rein will. Da komme ich oben drauf. Ja, super. Jetzt war ich drin, um Quarzglas zu holen. Ja. Habt ihr gesehen, wie ich das Quarzglas mitgenommen habe? Richtig. Habe ich mal prompt vergessen. Vor lauter Türen. Bleib mal gleich an einer hängen. Klasse. Noch an einer. Heute ist der Türhängtag. Das heißt jetzt das restliche Quarzglas. 36 Stück. Ja. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt sind erst sozusagen die hinteren Bereiche wieder geladen worden. Und jetzt kann er auch mir die Rezepte wieder anzeigen. Es ist ein Kack. Also wie gesagt, kompakt bauen hat Vorteile. Und groß bauen hat Vorteile. Meistens muss man das mittlerweile mit mehreren ME-Systemen machen. Weil sonst man die anderen lädt und dann passiert nichts mehr. Und das, obwohl ein Junkloader dort steht. Wohlgemerkt. Das darf man ja nicht vergessen. Da steht ja einer. Okay. Komme ich noch ins System? Ja, komme ich. Oh. Da habe ich einen Fehler. Ich wundere mich schon, warum kann ich da so durchgucken? So, das kann ich jetzt noch als Eingang lassen. Das ist wieder falsch. Weiß ich jetzt schon, dass das Warten Spaß machen wird gleich. Und es reicht nicht. Nein! Das heißt, ich brauche
Ja, ich muss näher ran, dass der Chunk lädt. Ach. Ja, ich bin zu weit drüben. Komm, lad die Bäume. Ich muss fast durchlaufen. Und zack. Halt. Immer zwei Sticks Marble mit. Und go. Soll schon mal faszinierend auf jeden Fall. Der Glaskasten steht schon fast. So, da ich das verhindern will. Sage ich zu ihm, er soll nur noch bitte an die Seite das machen. So, das heißt, der Deckel ist drauf. Haben wir jetzt auch. Das heißt, der Boden ist drin, die Decke ist drin. Kann man das eigentlich mit Steuerung oder sowas machen, dass der dann gleich eine ganze Fläche nimmt? Schade, nein. Oder falls doch und ihr habt eine Idee, wie es geht, bitte in die Kommentare schreiben. Über solche Kommentare freue ich mich natürlich wie immer. Freue mich natürlich über jeden anderen Kommentar auch. Außer auf meine Lieblingskommentare wie: Ich hab mal dein Video geguckt. Fand das total geil. Schau doch mal bei meinem Kanal vorbei. Denke ich mir immer. Ist klar. Vor allem dann auch, wenn dann immer dort steht, ne? Ich habe dir ein Abo dagelassen. Dann merkt man erstmal die Unerfahrenheit. Weil das kann man nämlich nachgucken. Was sieht man? Ja, natürlich kein Abo da. Wie gesagt, man kann mit mir gerne reden drüber, ob man mal vielleicht Werbung für einen Kanal macht, aber erstens, da muss ich die Person erst schon mal kennen. Und zweitens, ja, man muss sich auf jeden Fall schon mal kennengelernt haben. Und ich muss mir dann den Channel auch angeguckt haben. Sonst werde ich da keine Werbung drauf machen. Wie gesagt, ich werde jetzt, wenn mir sowas durchrutscht, könnt ihr es mir auch gar nicht sofort schreiben. Aber wie gesagt, die werde ich sofort als Spam markieren. Und wenn es mal zu blöd wird und er das öfters macht, dann werde ich das auch noch ja, mal Google zukommen lassen. Weil das nimmt nämlich mittlerweile Überhand, leider. Oder da.
Müsste jetzt eigentlich das ganze Ding gewordet haben. Bis auf oben. Da gehe ich jetzt hin. Ich sehe das kommen. Bevor ich dann oben durch bin. Muss ich meinen Zauberstab nochmal laden. Sehr gut. Noch besser. Was ich gesagt habe. Und schon ist mein Zauberstab leer. Aber ein bisschen habe ich noch. Hoffe ich. Ordo und Terra. Es ist weg. Schlimme ist, ich glaube, man kann sich ja eigene Notes züchten. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie. Weil da sind zu viele noch zusätzliche Mods drin zu Soundcraft, dass man da halt überhaupt nicht mehr durchsteigt. Vor allem, wenn man schon mit Soundcraft so leichte Problemchen hat. Naja, aber wir finden es raus. Wenn es so ist, dann werde ich es dann auch irgendwann nutzen. Wie gesagt, das ist momentan noch mein Hauptprojekt. Wie gesagt, wenn das zweite Pack fertig ist, und wir noch nicht das Battle gestartet haben, dann werde ich damit auch noch nebenbei beginnen. Das heißt, das Regrowth wird dann etwas runtergefahren, weil ich nicht mehr als zwei Videos pro Tag rausbringen möchte. Und das Einzige, was mich mal so interessiert, das könnt ihr mal richtig in die Kommentare reinhauen. Wie lang sollte ungefähr ein Video sein? Sind das, was ich momentan mache, mit zwischen 30 und 40 Minuten, ist zu viel, zu wenig? Okay, zu wenig glaube ich mittlerweile nicht mehr. Nee, aber es kommt halt wirklich darauf an, weil man hat ja nur begrenzte Zeit. Und wenn man sich jetzt vorstellt, von mir kommen jetzt zwei Videos am Tag raus. Und, man freut sich drauf, was ich natürlich hoffe. Sagt, okay, ich möchte mir beide angucken und beide gehen 30 Minuten. Das heißt, es ist eine Stunde definitiv weg von eurer Zeit. Und dann könnt ihr auch sagen, ja, Minecraft, ja, lasst die 30 Minuten, die anderen mach etwas kürzer oder mach alles kürzer oder wie auch immer oder mach nur ein Video. Also, was ihr da mal für Vorschläge habt, posten. Und dann, das ist eine sehr wichtige Information, finde ich. Vor allem, okay, momentan bin ich noch etwas alleine. Das habe ich ja ganz toll gemacht. Ich meine jetzt mit Videos hochladen, aber wir sind ja ein Team. Und da arbeiten wir auch hinten dran. Und wenn Rohrschneider wieder seinen Rechner hat, dann wird da auch bestimmt von ihm wieder was kommen. Und dann von den anderen im Team. Vielleicht macht auch Protus wieder was. Oder mittlerweile macht er vielleicht sogar schon wieder was. Kommt drauf an. Ja, dann hat man ja die auch noch so in der Hinterhand. Es gibt ja viele von euch, die dann alle gucken. Ja, das darf man ja nie vergessen. So. Das heißt jetzt eigentlich. Ups.
Das heißt jetzt, wir haben schon mal hier den Bereich. Das heißt, da kommt noch mal ein hin, da kommt auch noch einer hin. Oh, das heißt, wir haben hier den Fuß drin, da die Arme und da oben drauf die Köpfe. Die Köpfe sind dann hier. So, und dann heißt es jetzt. Besser. So, eigentlich möchte ich, dass ich dann hier draufhauen kann. Das heißt, alles das da muss zugemauert werden. Das heißt, ich komme hier hin. Gut, dann heißt es jetzt auch gleich Worten. Gut. Und diesmal mache ich eine doppelte Schicht hin. Auf jede Seite. Dass dann da nichts mehr passieren kann. Oh, da darf nichts hin. Da müssen die Köpfe drauf. Das heißt jetzt. Das heißt, ich habe jetzt aber momentan nur einen Einser hier an der Seite. Hier habe ich einen Zweier. Das ist mir zu unsicher. Hauptunsichere kommt ja noch, das ist oben. Cobblestone Block. Mach du noch mal 100 bitte. Dass wir das jetzt endlich schaffen. Und das Schöne ist, dass der Zauberstab gleich wieder ausgeht. So, wieder hinlaufen. Na du. Ach, da ist ja noch einer. Dankeschön.
Also momentan baue ich das Ding wirklich firsty safe. Firsty safe, genau. Safety first. Super. Super, ich klicke auf dem oberen drauf und dann den unteren weg. Dankeschön. So, letzten Züge. Habt jetzt auf jeden Fall mal das Konzept gesehen. Das heißt jetzt, werde den Rest. Noch. Zusammenschrauben. Weil, wie gesagt, wie ich es mir jetzt vorstelle, seht ihr ja. Das heißt, ich muss jetzt da noch hinten eine Wand reinziehen. Ja, vor allem, das muss jetzt dann eher so ausschauen. Das ist vielleicht noch wichtig. Das heißt, ich kann jetzt dann hier nochmal die Köpfe draufsetzen. Das heißt, ich muss jetzt noch eine Wand hier langziehen. Wobei, das kann ich jetzt auch nur in den letzten 5 Sekunden machen. So, habe ich noch ein paar? Ja, habe ich. Gut, dann hoffe ich mal, dass er da dann nicht rumzickt. Geht es denn bis da? Verdammt, das heißt, ich muss hier noch eine komplette Wand langziehen. So, geht das eigentlich? Nein, was geworden ist. Hat er auf Deutsch eine neue Sub-ID bekommen? Ach, was will ich mir immer mit L? Gut, dann werde ich den Worten. Und dann vielleicht hoffentlich auch mal den Server neu starten. Und dann werden wir beim nächsten Mal nochmal einen Probelauf machen, ob das auch so funktioniert. Mit den Herrn Withern. Dass uns da keiner entbüxt. Wie gesagt, werde ich jetzt dann erstmal es selber machen. Falls was passieren sollte, dass ich sofort reagieren kann.
Und dann hätte ich gesagt, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn der Wizard mich tötet. Bis dahin. Ciao.